Vor 30 Jahren begann die friedliche Revolution in der DDR, die zum Fall der Mauer und ein Jahr später zur Wiedervereinigung Deutschlands führte. Aus diesem Anlass fand eine öffentliche Gedenkveranstaltung des Kreistags im Luckenwalder Kreishaus statt. Zuerst eröffnete Landrätin Cornelia Wieland eine Ausstellung. Auf 20 Tafeln wird die Zeit noch mal hergeholt vor 30 Jahren. Angefangen mit dem Protest, dann auch mit den vielen Sachverhalten und Dokumenten, die auf den Weg zu bringen waren, um dann letztendlich zur deutschen Einheit zu kommen. Die Ausstellung von der friedlichen Revolution bis zur deutschen Einheit zeigt Ereignisse aus dem Herbst 1989. Viele Menschen gingen für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie auf die Straße und zeigten Gesicht, obwohl das nicht ungefährlich für sie war. Sie haben den Mut aufgebracht und das war sicherlich auch ein schwieriger Prozess für viele. Ängste spielten eine Rolle, Zweifel, viele Gefühle, die einen Menschen dann bewogen haben mögen. Aber letztendlich war es tatsächlich das Volk in seiner Gesamtheit, das diese Veränderung herbeigeführt hat. Die Ausstellung will daran erinnern, dass die friedliche Revolution nicht nur in Großstädten wie Berlin und Leipzig stattgefunden hat. Auch in Luckenwalde und Jüterbog wurde demonstriert und an gesellschaftlichen Veränderungen gearbeitet. In Jüterbog am 5.11. gab es eine Demonstration mit 6.500 Demonstranten auf dem Sportplatz, wo schon freie Wahlen und auch Demokratie gefordert worden ist. Hier in Luckenwalde gab es schon einige Aktivitäten. Also es ist jeden Tag in diesem Herbst 1989 ein Ereignis gewesen, wo die Menschen halt unterwegs gewesen sind, wo sie gekämpft haben für freie Wahlen, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit. Und das ist ja auch das, an das wir heute erinnern wollen. Meine Mauer ist eine ideelle Mauer. Meine Mauer ist dort, wo ich meinen Rückzugsort habe. Meine Mauer ist meine Lebensmauer. Meine Mauer ist in mir. Meine Mauer ist dort, wo ich meinen Rückzugsort habe. Die Performance Dazwischen die Mauer vom Verein Vorortung Ludwigsfelde erzählt Geschichten der Darsteller, die sie im Umbruch vor rund 30 Jahren erlebten. Also wir haben nichts erfunden, wir mussten gar nichts erfinden. Es gab so eine Fülle an Erfahrungen und Anekdoten, da konnten wir aus der Vollen schöpfen. Meistens arbeiten wir dann mit biografischen Erzählungen. Wir machen zeitgenössische Formen vom Theater. Für nachwachsende Generationen sei der Fall der Mauer nur ein Kapitel im Geschichtsbuch, sagt Silvio Fischer. Umso wichtiger sei es ihnen zu zeigen, dass sie Werte wie Toleranz und Freiheit in die Zukunft tragen. Ich denke eindeutig, dass sich das also gelohnt hat. Und bei allen Problemen, die wir heute haben und manchen Zweifeln und Dingen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, alles in allem war das doch ein Weg, der erfolgreich war und der den Menschen was gebracht hat. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine spannende Zeit gewesen. Wir leben heute in der deutschen Einheit. Wir gehen heute den Weg gemeinsam. Und ich bin immer noch darüber glücklich, dass genau dieser Herbst 1989, dass die Demonstrationen, dass die Proteste in der DDR zu diesen Zuständen jetzt hier geführt haben. Die Ausstellung ist noch bis zum 3. Dezember zu sehen. Der Eintritt ist frei.